Hallo, es ist jetzt irgendwie, glaube ich, 10 Uhr oder so, ein Samstagmorgen und ich bin schon seit 4 Stunden wach. Und ja, ich wollte euch heute mal erzählen, wie ich es geschafft habe, 10 Kilo abzunehmen, beziehungsweise sogar 11 Kilo, glaube ich, irgend sowas zwischen 10 und 11, auf jeden Fall 10 Kilo. In Sekunde, ich habe im März angefangen, das war jetzt seit letztem Monat, wiege ich so wenig, also in 3 Monaten circa. Also ohne, ich habe jetzt nicht irgendwie was Ungesundes gemacht, finde ich, weil das sind ja ungefähr 3 Kilo im Monat und ich finde 3 Kilo im Monat ist nicht so viel. Also weil am Anfang nimmt man ja sowieso viel ab, also am Anfang habe ich relativ viel abgenommen. Halt nur dadurch, dass ich habe wirklich nur also ein bisschen weniger gegessen und habe halt mehr verbrannt, als ich aufgenommen habe. Also als ich gegessen habe und so. Und so habe ich das geschafft. Deswegen, das war jetzt nichts irgendwie so eine Radikaldiät oder sowas. Das war einfach nur so ein bisschen eine Ernährungsumstellung. Und zwar habe ich das so gemacht. Ich habe, wenn ich zum Beispiel 500 Kalorien gegessen habe, ja, sag mal, ich habe, oder 1000 Kalorien von mir aus auch, ne, 1000, mein Grundbedarf war, glaube ich, 2000 irgendwas. Und ich habe, also ich bin nie auf 2000 gekommen. Ich weiß gar nicht, warum die sagen, Grundbedarf ist 2000 irgendwann. Ich habe sogar über 2000. Also ich bin nie auf 2000 Kalorien gekommen. Egal, ob ich Pommes mit Ketchup, ich habe Pommes mit Ketchup mal gegessen und Fleisch und alles und bin trotzdem nur auf 1300 oder sowas gekommen. Also 1400 höchstens mal. Aber auf jeden Fall habe ich das so gemacht, ich habe das gegessen, was ich wollte, aber ich habe halt weniger davon gegessen. Aber zum Beispiel so ein bisschen Pommes einfach, ne, und dann so ein Fleisch. Und ich habe dann nur Wasser getrunken, also nicht Cola, nicht, oder Cola Light habe ich getrunken. Und ja, danach habe ich halt, nach dem Essen, habe ich das alles wieder abtrainiert. Und zwar um mein Zimmer, ich bin nicht ins Fitnessstudio gegangen. Ich finde Fitnessstudios, ich weiß es nicht, also die sind immer so unpersönlich und dann läuft man auf dem Laufband und ich finde das... Nee, das ist irgendwie nichts für mich. Also ich war mal im Fitnessstudio, zweimal sogar und nie wieder. Das ist alles nur Geldverschwendung. Und ich sage jetzt auch nicht, dass diese Shakes oder was auch immer, dass das eine Geldverschwendung ist. Aber klar, man kann diese Shakes kaufen, ne? Dann muss man muss nur halt auf seine Kalorien achten. Beziehungsweise wie viel, also nicht ganz, also nicht, ja, Kalorien achten ist so eine Sache. Einfach nur darauf achten, wie viel man isst. Genau, wie viel man isst. Weil wenn ich jetzt 1000 Kalorien die Schokolade gegessen hätte, hätte ich bestimmt nicht abgenommen. Ne? Also so meine ich das. Und also ich kann mich mal ein bisschen auf Zehenspitzen stellen, dann könnt ihr mal mein Profil sehen. Also ihr könnt euch mal meine alten Videos ansehen. Das sind überwiegend diese 13 merkwürdige Gesetze Videos. Da wog ich noch fast 70 Kilo, also 65. Ich kann euch mal mein T-Shirt so ein bisschen, also mein Bauch hing wirklich, ich habe mich so unwohl gefühlt, ne, als ich mich auf die Waage gestellt habe und 70 Kilo gewogen habe. Oh mein Gott. Ich hätte fast angefangen zu heulen, ey, ohne Scheiß. Und ich bin nur 1,58 groß, ne, ich bin manchmal 1,60. Also, und habe unter Hosengröße 38 getragen. Das ist jetzt eine 36, die ich anhabe, zum Glück. Und dieses T-Shirt, das habe ich seit meinem 14. Lebensjahr. Das will ich auch nicht hergeben. Und das war mir zu eng. Das war mir wirklich, also klar, oberhalb so ist halt ein bisschen eng, aber hier unten war mir das halt auch zu eng. Und mittlerweile, ne, passt mir das wieder. Ich bin so froh. Aber auf jeden Fall, merkt euch das, was ich halt gesagt habe. Esst einfach weniger. Ändert was an deinem Essverhalten. Ich habe das dadurch geschafft, dass ich mir einfach zwei Apps runtergeladen habe. Und zwar einmal, wo ich mein Essen eintrage. Und also bei mir war das die Fat Secret App, ich will jetzt nicht mit irgendeiner App werben oder sowas, aber bei mir war das halt Fat Secret auf dem iPhone und halt diese Steps App. Und dann habe ich geguckt, wie viel ich gegessen habe und wie viel ich am Tag verbraucht habe, auch durch Schlaf am Ende und alles. Also so habe ich das geschafft. Also das würde ich euch auch ans Herz legen, ihr müsst kein Geld für Fitnessstudio oder sonst irgendwas ausgeben. Lauft einfach in einem Zimmer, guckt euch die Schritte, also guckt euch dann die Schritte an, wie viele Kalorien ihr verbraucht habt, so habe ich es geschafft. Also das soll ich euch nur als Tipp mitgeben. Ihr müsst das natürlich nicht machen, ne? Jeder so, wie er möchte. Aber für mich war das halt so der beste Weg zum Abnehmen. Okay, das war's mit meinem Video. Vergesst nicht zu abonnieren und zu liken. Bis dann!